So, meine Aquaristikfreunde, heute starten wir mit Becken. Vorher gehen wir aber noch raus. Hier müssen wir so ein bisschen alles entfernen von Pflanzen. Ich werde die Pflanzen vereinzeln, unter anderem vorbereiten, dass ich sie abgeben kann. Wann ich sie abgeben kann, kann ich euch dann noch nicht sagen. Ich möchte die ja noch so ein bisschen erstmal unten in einem Becken halten, dass die, ihr seht ja, ihr habt ja zum Licht hin, hier oben wird es ja immer grüner. Und dann hole ich mal so ein Zettelchen, welche das war, und euch da nicht falsch, das ist die Ich bring's euch eine Videobeschreibung rein. Ihr wisst ja, so einen lateinischen Namen ist nicht mein Ding. Und deswegen ist es auch immer besser, finde ich, für die Zuschauer. Habe ich ja schon genug Feedback gekriegt, die finden es angenehmer, wenn ich es hinschreibe, weil sie dort sich den Namen abschreiben können, als wenn jemand den Namen spricht. Dann haben wir ja genau das gleiche Problem. Derjenige weiß gar nicht, was da los ist. Okay. Wir sehen, das Becken hier arbeite ich oft mit Horminstoffe dran. Deswegen so ein bisschen leichte bläunliche Dings. Mittlerweile arbeite ich ja immer noch mit dem gleichen Dünger, wo ich ja schon mal Videos gebracht habe zum Test. Bin immer eigentlich noch zufrieden mit. Bei den Becken so, da kommt er ja nicht so zur Wirkung, weil wir ja hier so ein bisschen Lichtprobleme haben. Und die Lichtprobleme zeige ich euch gleich mal, was das liegt. Hier war ich so ein bisschen mal faul gewesen und habe mal keine Wasserlinsen entfernt. Und euch einfach mal zu zeigen hier. So, hat uns hier mal die Regentonne und hier haben wir den Blütenstaub. Wichtig ist jetzt so nach dem Regen, wenn er oben drauf ist und ihr müsst gucken, dass euer Dach da, wo ihr das herholt, sauber ist, beziehungsweise keine Schadstoffe draußen sind und das nicht beim ersten Regen unbedingt macht. Also ich mache das immer so gesagt, wenn mal, statt kommende Mücken, wenn mal so gesagt Starkregen war und alles, und diesmal haben wir hier viele, viele Blüten bei uns in der Gegend, Birkenblüten etc. Und die Garnelen gehen, die Garnelen und Jungfische gehen da bei richtig ab, wenn ich sie füttere. Also zeigen wir uns, kann ich euch nachher noch zeigen, wenn ich das große Becken fertig gemacht habe, da gehen wir noch gleich raus, um da auch noch ein paar Pflanzen zu ernten. Und da müsst ihr von oben abschöpfen. Ich möchte auch so wenig wie möglich Wasser drin haben und mehr oder weniger den Blütenstaub ernten. Und das, der hält sich, der kann sich, also wenn er das kühl lagert, hält der Staub sich halbes Jahr, ja, könnt ihr damit gut übergehen. Und für die Garnelen, gerade als Garnelenhalter oder Züchter, ist das eine Delikatesse. Ja. Und ich ernte hier 2 bis 3 Mal, ernte ich hier schon immer ein paar Flaschen. Und dann gebe ich das immer so mal rein, einmal eine Woche. Und kühl und dunkel ernten, lagern. Wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich noch einen Kühlschrank, dann stellt es im Kühlschrank drin. Dass wir hier zumindest so gesagt so einen Verrottungsprozess weit wie möglich stoppen. Ihr könnt auch noch ein bisschen Horminstoffe zumachen. Dann habt ihr halt alles gleich mit ein Abwasch. Ja. Und kommt natürlich immer darauf an, was ihr für ein Dach habt. Wenn einer sagt, jetzt ein Teerdach oder so, so Pappe, Klebung geht gar nicht. Also da kenne ich von, da kenne ich so ja noch zumindest Teichanlagen, die komplett mit Pappe geklebt worden sind, die schon ewig laufen. Und da gehen eine gewisse Zeit auch keine Schadstoffe mehr von ab. Ja. Und hier draußen zumindest auf dem Land, Stadt sieht es vielleicht anders aus, da haben wir nicht so Probleme. Ja. Jetzt könnte man das Ganze noch lagern, trocknen, das heißt
Also das über durch den Filter gießen nochmal und dann vom Filter trocknen. Dann habt ihr für den Winter noch Blütenstaub. Also das heißt, aber gebt den immer lieber frisch, so wie er da ist, so wie in der Natur ist. Und für die Garnelen ist das eine mega Delikatesse. Und das Gute ist ja dran, wenn ich jetzt noch das Regenwasser dazu gebe, so sind meine Garnelen widerstandskräftig gegen andere Bakterien. Ne? Weil hier viele Bakterien drin sind, die ihr normalerweise, wenn ihr immer nur euer Leitungswasser da gibt, Becken habt, nicht habt. Und so ist es bei mir wie so eine kleine Impfung. Ne? So seht ihr, frische Ernte, ernteter Blütenstaub. Ne? Eine der Delikatesse für eure Fische und für die Zwerggarnelen. Ne? Ja. Okay, noch nicht. Ja, dann heiße ich euch mal willkommen bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst ein Abo nicht, wenn ihr den schon da gelassen habt. Und natürlich die Glocke, würde ich mich drüber freuen. Und einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Wir gehen zuerst gehen wir raus. Bezeichnet euch Blütenpollen sammeln, wie ich es mache, wie ich es jedes Jahr gemacht habe bis jetzt. Hatte ich mal ein Video drüber gemacht, weiß ich nicht. Aber mittlerweile kamen in der Richtung auch bei mir Anfragen, ob man es machen kann oder nicht machen kann. Da kommt aber noch ein separates Video, ein bisschen genauer auf die ganze Situation eingehe. Dann haben wir ja noch hier mein Algenbecken. Da kommt demnächst auch mal wieder was drüber. Aber heute schauen wir uns mal hier das Becken an. Das heißt, ich werde da erstmal so ein bisschen eingreifen Richtung Wasserlinsen. Und das machen wir jetzt. Das heißt, ich nehme euch mal mit. Das wäre ja lustig. Jetzt seht ihr ja schon, was ich rede, ist ja von den Wasserlinsen. Das ist so gesagt das Unkraut des Wassers. Und wichtig ist ja auch immer, wenn wir hier so Becken haben, wenn wir reinigen. Und was ich ja dann immer Zeit zu Zeit mache, Zeit zu Zeit ist übertrieben, immer schön die ganze Sache hier abwischen. Dann werde ich auch immer so ein bisschen die Schmuddelstellen los. Und hört dazu. Dann hört dazu immer so ein bisschen die Lampen abzuwischen. Und natürlich den ganzen Rahmen. Dort haben wir dann Algenrückstände. Oder hier einmal rüberwischen. Kondenswasser. Wichtig. Da ist es ja wichtig, immer so gesagt, das Becken sollte so sauber sein, ist meine Devise immer hier den Rahmen. Wenn man das mal verkaufen sollte oder abgibt oder irgendwas auch anderes oder reinschaut, soll das immer so aussehen, als wenn das Becken gerade erst neu aufgestellt ist oder habt. Und das zeigt euch ja wieder die Hygiene des Beckens. Und das ist auch wichtig, das Aussehen vom Becken her, wie so ein Becken auszusehen hat, dass das sauber ist und dass das vom ersten Tag an immer noch wie neu aussieht. Hier haben wir wieder leichte Algenverschmutzung. Und wenn man das jeden Tag so ein bisschen macht, erstmal habt ihr wieder schönes Licht. Und nicht jeden Tag. Oder halt einmal eine Woche. Dabei kann man immer auch mal so ein bisschen die Elektrik kontrollieren. Kabel, zeige euch mal, das sind alle Wartungsarbeiten, die so ein bisschen bei vielen Leuten, habe ich festgestellt, vernachlässigt wird. Ne? Das heißt ja dann so Kabeldurchführung. Ne? Und da muss man ja schauen. Und später, früher oder später, werde ich dann so ein Aquariumpflege mal anbieten. Aber das wird jetzt noch nicht kommen. Das ist, wenn man jetzt so gesagt, ein paar Jahren oder 10 Jahre, wenn ich irgendwann mal auf Rente gehe, dann kann man das ja als Rentner, wenn man Zeit hat, eine nähere Umgebung halt, öffentlichen Gebäude, wenn da Aquarium stehen oder so, Aquariumpflege mal anbieten oder euch einfach mal auch mal zeigen, wie man so ein Aquarium richtig pflegt. Ne?
Die meisten, die ich jetzt kenne, die machen Wasserwechsel und dann ist das, die laufen damit, den Aquarium zu pflegen. Das ist aber nicht richtig. Ne? Wir haben hier mit Strom zu tun, wir haben hier mit Kabel drunter zu tun und so ein Kabel, das hält auch nicht ewig. Ne? Wir merken viel auch bei der Waldwasser-Aquaristik, so ein Kabel hier von so einer Beleuchtung, die wird hart. Ne? Irgendwann ist es zu hart. Und dann muss man sagen, okay, wir holen uns eine neue Lichtleiste. Ne? Und ich sage mir, nach einem gewissen Zeitpunkt hat man das ja dann auch, wie man so mal so sagt, das Geld verdient. Das heißt, neue Schläuche mal und halt alles, wo Strom dran ist, den Heizstab ersetzen. Sollte man auch nach ein paar Jahren machen und die laufen lassen, bis er kaputt geht. So, die Wasserlinsen, die fächere ich jetzt erstmal so ab. Unter anderem habe ich ja dann gleich das als Wasserwechsel. Aber das sind jetzt nicht die Arbeiten, die ich jetzt ja immer eine Woche mache bei dem Becken. Das kommt bei mir alle 2 bis 3 Wochen vor. Und einmal im Monat halt gründlich. Ne? Da muss ich so aufpassen, dass ich hier keinen Fisch rausfische. Das war so, ich sag, so ein bisschen der Nachteil. Ne? Aber wenn ich es mit dem Kescher mache, habe ich es noch problematischer, da so ein bisschen reinzugucken. Ne? Aber wenn man so ein bisschen Bewegung drin hat, aber es ist halt Spielraum für eine Wasserlinse. Mich stört es nicht. Ich finde, eine Wasserlinse hat auch ihren Berechtigung und zieht auch Nährstoffe raus. Aber manchmal sage ich immer, einerseits mache ich ja Nährstoffe rein bei der ganzen Geschichte. Und andererseits mal wieder raus. Also machen wir mal einen Stopp, sonst wird es zu lange. Ja, das ist so gesagt wichtig, sich um dein Becken zu kümmern. Ne? Denn ich betreibe ja, um mit meinen Worten mal zu sagen, das ist immer so blöd, ey. Mit den Armen, ich muss den Arm noch trainieren. Ich weiß nicht, wenn das Video hochgeladen wird. Ich glaube, da bin ich vielleicht schon zu wehr. Aber ich betreibe ja keine Aquaristik für Faule. Die sind jetzt so gesagt mittlerweile sich überall rumspricht, wa? Also ich hab's jetzt schon öfters gehört. Ja, und jeder sagt mir, nee, wenn ich den anderen wieder frage, bei der Messe, Aquariummesse, heißt es so, Aquaristikmessebörse, schon eine Börse. Und da heißt es dann wortwörtlich wirklich, wurde ich auch mal wieder hier gefragt, was betreibst du für eine Aquaristik? Und sage ich, ja, das normale, also keine für Faule. Und alles, was ohne Filter läuft, heißt jetzt mittlerweile Aquaristik für Faule. Und daran sehe ich jetzt eigentlich mittlerweile, viele Leute wollen es nicht hören oder einige wollen es vielleicht nicht wahrhaben, dass der Trend weggeht von der filterlosen Aquaristik. Ich weiß nicht warum. Damit ja so ein bisschen durchspülen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Kann es auch nicht sagen. Ich staub das mir nicht aus den Finger raus. Also da ziehe ich dann jetzt nicht unten Müll. Ich kann nicht bloß sagen, dass es so ist, was ich gehört habe. Ja, mir ist ja auch eigentlich egal. Soll ja jeder seine Aquaristik führen, wie er möchte. Aber das ist mir so was von Latte, ob Inhalt mit dem Filter läuft und dann halt das Becken nicht klar ist oder Schwebstoffe drin hat. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, nochmal auf das Thema zurückzukommen, Aquariumkanal, 3, 4, boah, wo ich angefangen habe mit der Aquaristik, vor 4 Jahren, ich weiß ja nicht, ob der noch, wie der hieß oder was er noch macht, den haben sie richtig in die Luft zerrissen, weil der seine Becken so trübe waren, milchig waren. Ja, und so ändert sich das. Ja. So ändert sich der Trend. Heute ist es cool, wenn es trübe ist. Aber immer jemand zu erklären und mein Wohlbefinden, wenn ich da reingucke, kann ich mir nicht vorstellen, dass man es schön findet, dass das Becken trübe ist. Ne?
kannst mir nicht vorstellen, dass Menschen das schön finden. Denn ich betreibe effektiv keine Aquaristik für Faule. Ich möchte meine Fische sehen. Ich arbeite schon mit Tominstoffe, dass es schon so leicht gelblich ist. Aber das stört mich schon weiterhin auch nicht so doll. Naja, die Wasserlinsen kommen. Jetzt habe ich hier natürlich noch so ein bisschen ein paar Algen drin, aber Algen in so einem Becken hat, ist normal. Ne? Ich weiß ja nicht, ob ich das Video jetzt schon hochgelade, wo ich euch zeige, sagen kann, probiere jetzt, Gott sei Dank. Hört sich zwar schlimm aus, dass ich hier ein Becken habe, vorne so ein kleines, wo ich massiv eine Algenart drin habe, wo die richtig aggressiv ist, wo noch nicht mal ein Mittelchen gewirkt hat. Aber ich will wieder nicht so viel vorab nehmen in dem Fall. Und dann will ich mal ein paar Pflanzen ab. Ich sag euch ja, die wachsen hier nicht so bombig und die werden auch nie so grün werden, weil ich mit Tominstoffe arbeite in den Becken. Ja. Ich mache viel Blätter rein, Bananenblätter, die geben unwahrscheinlich viel davon ab. An Tominstoffe. Ja, und deswegen habe ich mir so ein bisschen geschlossen. Ich weiß immer nur nicht. Ja, die Wasserlinsen, die Garnelen mögen die. Unwahrscheinlich. Ja, die gehen da ran. Und nachher werde ich euch mal zeigen, wenn ich meine Becken so füttere, mit dem Blütenstaub. Ja, das ist ein Highlight. Ja, könnt ihr natürlich vorher noch mal so ein bisschen die Filterung Abbau machen oder ausmachen. Und ja, wie viel Wasser mache ich hier immer? So 20%, ach, manchmal 20%, 20. Ich habe schon mal gezeigt gehabt, ich habe mir hier so einen Absperrhahn rangebaut, wo ich dann, wenn ich den aufmache, kann ich mal die Schläuche mal das schön durchspülen, das Ganze, ne? Über die Pumpe natürlich, über die Pumpenleistung. Hier seht ihr auch, alles muss alles so sauber gemacht werden. Und das wäre jetzt das Problem, das Video, was ich euch mal gezeigt habe, über den Durchfluss vom Filter, ne? Habe ich einen langsamen Durchfluss, dass ich den minimiert habe, kann das durchaus passieren, ne? Man kann ja jeden Filter so ein bisschen drosseln, da gibt es ja diverse Sachen mittlerweile. Aber das ist so, sieht es dann aus, wenn er zu doll gedrosselt wird, dass wir dann hier Verkeimung drin haben. Aber die kann man loswerden, wenn man da so ein bisschen mit dem Bohrer rangeht. Und ihr seht hier auch hier Verkeimung dran, weil ich hier in diesem Bereich gerne mit Leitungswasser arbeite bei Becken, weil ja die Tiere, bei mir zumindest, die ich hier drin halte, besser damit klarkommen, ein bisschen etwas härteres Wasser als über ein Osmosewasser. Ne? Und warum sollte ich hier jetzt kein Leitungswasser nehmen? Damit fahre ich eigentlich relativ gut bei den Becken. Ne? Notfalls, manche, ich habe das schon mal mit Regenwasser verdünnt, aber es kommt nochmal ein Video darüber. Jo. Wartungsarbeiten. Ein bisschen Wasser könnte noch rein. Guckt, oben ist ja so ein kleiner Rand. Finde ich nicht so schön. Aber ihr seht selber, okay, jetzt sieht es aus, sie wühlt auch aus. Vielleicht mal so ein bisschen ran, also vielleicht irgendwo, ich mach mal die Jalousie runter. Ja, sieht man besser was. So, okay, jetzt gucken wir uns mal nochmal das Becken hier an. Schaut euch das an. Jetzt habe ich natürlich die typische leichte Trübung, wenn man so einen Wasserwechsel macht. Ja, zum Anfang kann ich sagen, wenn ich das Becken ja neu hatte, hatte ich auch einmal eine Woche Wasserwechsel gemacht. Aber ich bin jetzt so gesagt immer auf rübergegangen auf alle 3 Wochen oder alle 2 Wochen. Im Sommer ein bisschen mehr, weil die Temperatur teilweise hoch geht. Aber jetzt seht ihr ja selber, jetzt sieht man auch mal hinten wieder so ein bisschen die Wurzel. Ein halbes Jahr oder alle 3 Monate kann man hier schon mal sich ein bisschen so ein bisschen durchkämpfen, um einfach mal wieder, hier guckt euch die Lotusblüten, Lotus oder halt Mini-Seerose an. Da kommt aber auch nochmal ein extra Video. Die wandern ja, eigentlich sind die ja geplant hier alles für draußen. Aber so im Augenblick, wo ich das Video jetzt mache, haben wir wieder so einen Kälteeinbruch. Und ich bin immer eigentlich so der Mensch, ich warte immer gerne mit allen Sachen, die ich mache, so ein bisschen die Eiszeiten hinab. Ne? Ich habe da schon mal böse Überraschung erlebt,
dass ich alles wieder reingebracht habe, meine Fische wieder reinfangen musste, weil es tierisch kalt geworden ist nochmal. Ne? Da hat man teilweise nochmal Schnee gehabt und Wetterbericht vertraue ich nicht so gerade. Ne? Und ihr seht das hier, wie so eine leichte Strömung, jetzt kann man das sehen, ne? Was ich euch schon mal gezeigt habe, hier strömt es raus, oder wandert hier rüber und geht hier zu den Einströmer rein, ne? Für den Filter. Und ich finde es schon einfach wahnsinnig, dass sowas damals mal erfunden worden ist mit den Filtern. Ne? Und das ist für uns Aquarianer einfach eine Erleichterung. Für jeden Anfänger ist es einfach eine Erleichterung, so ein Außenfilter. Ich weiß, von was ich rede, ich habe alles schon mal probiert gehabt. Ich hatte auch mal ein Becken gehabt, wo der Filter dann ausgefallen ist und ich habe mir dann keinen mehr zugekauft gehabt und habe es einfach laufen lassen. Aber auch dann kam irgendwann mal der Knall, der Punkt, wo es dann mal nicht lief. Ne? Und mich hat es immer so ein bisschen gestört, dass ich hier immer so leichte Schwebstoffe drin hatte, beziehungsweise ich habe immer mit der Angst gelebt, dass das Ding mir irgendwann mal wieder umkippt, weil ein kleines Fünkchen nicht hinhaut, weil der, ich nenne es jetzt filterlosen Aquaristik und nicht Aquaristik für Faule, wo ich das mir mittlerweile so auch schon so oft jetzt gehört habe, habe ich euch ja vorhin schon erzählt, ist ja auch nicht böse gemeint, von keinem ist er böse gemeint gegenüber, soll ja jeder machen, was er denkt, ne? Aber Endresultat glaube ich mittlerweile, so mit den Leuten, die ich mich alle so unterhalten habe, also aquaristikmäßig, Süßwasser-Aquaristik, die schwören alle auf den Filter, guckt euch die schönen Becken an und von den Geschäften her, überall hört man, wenn die Leute, es wird, der Filterverkauf ist wieder gestiegen und wenn sie fragen, naja, haben sie schon mal einen Filter gehabt? Nein, ich hatte eine Zeit lang das ohne Filter laufen zu lassen, aber ich bin wieder jetzt rübergekommen mit Filter. Das Becken ist mir fast umgekippt und. Denn es ist ja wie die Biologie auf der Erde. Haut ein Ding nicht hin, dann kippt das Wasser um. Ihr kennt es bei der Seen, wenn da was nicht hinhaut. Und warum? Sage ich mir immer, warum soll ich das Risiko eingehen, wenn ich ja nur ein Pflanzenbecken habe, sage ich, okay, da ist ja die Lebewesen nicht vorhanden, der Fisch. Und ich habe ja, wenn ich so einen Fisch hier halte in meinem Becken, habe ich ja auch eine gewisse Verantwortung über den Fisch. Und den Augenblick, so sehe ich Sätze und so habe ich mir jetzt auch immer überall gehört, in der Richtung, wenn man mal so richtig in der Richtung denkt, man geht ja ein Risiko ein. Ne? Und das ist aber das Risiko auf den Fisch, dass der Fisch krank wird. Ne? Dadurch. Weil es einfacher läuft und besser läuft, wenn man Filter hat. Und dabei bleibe ich auch so, auch wenn es nur so ein Filter ist, wie ich habe, wo ich jetzt nicht viel Material drin habe. Aber er nimmt mir trotzdem die Stoffe raus, Schwebstoffe. Und diese Schwebstoffe, die sammeln sich ja hier nicht an. Und wenn jetzt einer sagt, na, er macht doch, wenn du eine Strömung haben willst, eine Strömungspumpe rein. Also ich weiß es auf Erfahrung aus dem Meerwasser, auch wenn ihr eine Strömungspumpe reinmacht, ihr habt irgendwo eine tote Stelle im Becken. Irgendwo gammelt es immer rum. Ne? Das wirst du hier auch haben, aber die ganzen Sachen, die ich hier reinbringe im Becken oder die jetzt durch zum Beispiel so Wels wühlt, ja, wird ausgetauscht und wir wissen ja alle, wenn wir so einen Filter sauber machen teilweise, dass da alles für Dreck drin ist. Das habt ihr bei meinem Filter hier gesehen, hatte ich mal ein Video gemacht, Filter nach ein Jahr sauber gemacht und ihr habt gesehen, was da für eine braune Pampe ist. Ne? Und diese braune Pampe hätte ich nicht im Filter, sondern ich hätte sie hier im Becken drin. Und im Becken möchte ich so eine Pampe effektiv nicht haben. Denn irgendwann wird die Pampe immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo das biologische Gleichgewicht nicht mehr hinhaut. Und dann kippt es einfach um. Ne? Und deswegen, wenn mich jemand fragen würde, oder viele schon Anfragen über Instagram gekriegt habe, was sagst du dazu? Ich will das ohne Filter laufen lassen. Dann frage ich immer denjenigen, warum willst du das ohne Filter laufen haben? Hast du einen Filter? Ja. Und dann sage ich, dann lass ihn doch laufen. Dafür hast du ihn doch. Sag ich, ja, der verbraucht Strom. Sie sind vielleicht 19 Watt. Rechnet mal aus über ein Jahr oder über einen Monat.
das ist gar nichts. Und möchtest du das Risiko deiner Lebewesen eingehen, dass du krank wirst? Das ist genau dasselbe, wenn ich jetzt sage, komm, ich gehe raus oder ich habe Kinder, geht nicht raus ohne Jacke spielen, das regnet, ist kalt, braucht er nicht. Ne? Ihr braucht euch nicht warm anziehen. Ne? Das ist eine Abhärtung, da müsst ihr durch. Vor 200 Jahren sind die Leute noch ohne Sachen draußen rumgelaufen, nur mit Fell und haben auch keine Heizung gehabt und haben auch gelebt. Ne? Tja, das war aber noch schon wieder eine andere Zeit. Ne? Und so ist das hier mit der Aquaristik. Ne? Es läuft effektiv besser. Ne? Dabei bleibe ich halt. Ne? Und das muss halt selber jeder selber für sich immer entscheiden. Aber wir wollten ja jetzt einfach mal so ein bisschen Blütenstaub reinbringen. Aber das musste mal so gesagt werden, weil ich immer wieder die Anfragen kriege. Ich habe gehört, da gibt es einen Kanal, ich habe gehört. Ich will meinen Filter jetzt auch abschaffen, soll viel besser sein, ich habe gehört. Und da sage ich immer, naja, was hast du denn gehört und warum willst du das machen? Und Enzo sagt gerade, naja, das soll dann besser laufen ohne Filter. Und sage ich, und hattest du Probleme mit deinem Becken gehabt, wo Filter, mit dem Filter lief? Wie lange läuft das? Ja, ich habe es jetzt schon 10 Jahre mit Filter. Ne? Da sage ich auch, warum gehst du jetzt das Risiko ein? Ne? Ohne Filter würde ich es auch nicht ganz laufen lassen. Also immer ein Filter möchte ich schon drin. Man muss ja nicht so ein großer sein. Aber halt ohne Filter ist blöde. Und ich verstehe dann auch nicht irgendwo den Grund. So, machen wir rein. Schön Blütenstaub, da gehen die Fische schön ran. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja, wird ein bisschen wird ist wahrscheinlich auch vom Filter das so abgesaugt, aber die gehen ran wie Ochse. Und der Vorteil ist, dass die Pollen, also der Filter, die Pollen nach oben wieder wandern und dadurch haben die Fische oder die Garnelen eine Menge dran zu fressen. Und meine Lebendgebären gehen da ran und das mache ich jetzt auch bei den Garnelenbecken. Da muss ich euch ja nicht ranholen für extra. Aber halt, das war mal wieder so ein kleines Quatschvideo. Das war auch ein bisschen lang gewesen drüber. Aber ich wollte euch in diesem Video erstmal den Wartungsablauf von so einem Becken nochmal so zeigen. Dass das jetzt eine Stunde Arbeit macht. Auch mit dem Wasserwechsel. Dass es eigentlich schnell geht. Ihr müsst ja nicht die Hälfte rauslassen lassen. Eure Pflanzen danken es euch, wenn ihr mal einen Wasserwechsel macht. Und eure Fische erst recht. Und so ein bisschen jetzt auch mal so das Risiko, das Hintergrund, dass man einfach, wenn man was Neues probiert, bei so einem Becken, und da ist mir halt mit dem Filter das eingefallen, wenn ich jetzt was Neues probiere, probiere ich es ja immer auf die Kosten der Lebewesen, sondern auf die Fische. Ne? Und deswegen sage ich ja, warum filterlos, wenn es jahrelang mit Filter gelaufen ist. Ne? Viele trauen sich ja nicht mehr darüber zu reden, weil sie ja dann eine Diskussion anfechten. Aber jeder, der jetzt sagt, bin ich der Meinung, wenn man darüber nachdenkt, ich glaube, dann kommt er auf den gleichen Schluss wie ich und sagt, ja, warum soll ich es eigentlich ohne Filter laufen lassen? Was ist jetzt der Nachteil, wenn ich es mit Filter laufen lasse, Becken? Also ich persönlich sehe da nur Vorteile für mich. Ne? Erstmal ist es sauberer, das Wasser, sieht cleaner aus. Ich gehe nicht so großes Risiko ein, dass das Becken mir irgendwann mal kippt. Und irgendwann kommt der Tag, wo es kippt. Der kommt irgendwann, ist die Biologie so hoch. Lass es vielleicht 6-7 Jahre sein, dass es läuft. Oder vielleicht noch länger, aber irgendwann. Es kann ja auch sein, dass es immer läuft bei euch. Aber es kann auch irgendwann mal sein, wenn irgendwas nicht stimmt. Das heißt, spätestens ihr fährt im Urlaub und wir gehen mal von aus, es wird zu doll gefüttert. Und dann kommt ihr genau auf diesen Punkt an, wo ihr einen Filter braucht. Oder hauptsächlich, es verendet ein Fisch drinne. Ne? Dann kommt ihr genau so auf den Punkt drauf an, dass so ein Filter einfach, ein gut laufender Filter einfach euch hilft dabei, Probleme zu lösen. Ne? Deswegen denkt man drüber nach, warum einfach so viele Leute oder manche Menschen dagegen sind mit Filter, läuft mit Filter. Das ist ja, als wenn ich sage, ich brauche keine Standheizung mehr. Und die Standheizung im Auto hat ja auch viele Vorteile für Mensch selber. Ohne Standheizung liest ja vorher auch.
Sie sagt, schafft auch eure Standheizung im Auto ab oder beziehungsweise eure Klimaanlage. Ist ja noch wichtiger, eure Klimaanlage im Auto ab. Ne? Das lief ja dann auch so. Ne? Oder für was zieht euch da draußen noch einen Mantel an? Schönen Mantel, der regenfest ist, wo kein Wasser mehr durchläuft. Mensch, vor 200 Jahren hatten wir das auch nie gehabt. Ne? Braucht er doch nicht, könnt ihr doch verzichten. Nein, warum soll ich verzichten auf irgendwas, was mir mehr Komfort gibt? Und das ist der Aquariumfilter, der Außenfilter. Denkt drüber nach und irgendwann, glaube ich, kommt er genau auf den Punkt, so wie ich. Guck mal, oh, auf die, die wegfressen die Pollen. Wahnsinn. Ja, das haben die einmal im Jahr, als wenn die dann wissen, es ist Frühling. Die freuen sich. Manche Stücke spucken sie wieder aus, aber ich glaube, das sind dann die Stücke, die dann zu dick sind. Ne? Ja, Freunde, das war so gesagt mal so ein allgemeines Thema. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag drüber. Schreibt einfach mal auch in die Kommentare rein, wie ihr euer Becken laufen lässt. Filterlos, nur mit der Strömungspumpe oder filterlos nur mit den Sprudler. Und was ihr da drinnen für Vorteile seht gegenüber, wenn ich einen Filter betreibe. Also würde mich mal so ein bisschen interessieren, denn ich habe in vielen Foren schon geguckt oder gefragt, aber es kann mir keiner eine konkrete Antwort geben und sagen, es läuft besser ohne Filter. Ne? Also es kann keiner bestätigen, alle hatten mal mit dem Filter angefangen und dann habe ich ja auch gefragt, warum seid ihr denn auf filterlos umgestiegen? Ja, dann kam teilweise die Antwort, naja, da ist halt der Trend. Also so übersetze ich das jetzt, so wie ich das jetzt euch sage. Teilweise erzählen die Leute, das ist der Trend. Ne? Weil es einfach keine plausible Erklärung gibt, warum ein Becken schlechter läuft, wenn ich einen Filter habe. Ne? Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut in den Kommentar rein, bitte freundlich und nett. Also, Dankeschön fürs Schauen. Wir sehen uns bald wieder hier auf meinem Kanal Thorsten und seine Welt.